Liebe Zuhörende, eine 29-Jährige liegt auf ihrem Wohnzimmerteppich wie niedergestreckt, ihre Arme zittern. Als sie irgendwann an jenem Montagmorgen nach einer 6 Tage Arbeitswoche wieder aufstehen kann, zieht sie sich ordentlich an und geht zum Arzt. Wochenlang hat sie nicht geschlafen, monatelang Überstunden gemacht, sich zerrieben zwischen Selbst- und Fremdausbeutung, Leistung gebracht, den Schein gewahrt. An jenem Montag vor 2 Jahren ließ sie sich krank schreiben und hängte bald darauf ihren Job an den Nagel. Bis zu jenem Montag hatte sie in der Politik gearbeitet, war jahrelang in einer Partei und deren Jugendorganisation aktiv gewesen, hatte sich darum bemüht, den Sinn in ihrem Beruf zu suchen und zu finden. Aber dieser Sinn war ihr abhanden gekommen und vielleicht auch sie sich selbst. Und sie sah andere, die ebenso erschöpft strauchelten. Dabei muss sie nicht einmal weit schauen. Es sind nicht nur Abgeordnete oder Regierungsmitglieder, sondern genauso ehrenamtliche KommunalpolitikerInnen und AktivistInnen. Nichts darf stillstehen. Wir sprechen vom Politikbetrieb, als wäre Politik nichts ohne Betriebsamkeit. Und schließlich gilt in dieser Betriebsamkeits-Performance dieser Imperativ zu jeder Tageszeit. Und dazu müssen wir heute noch was für Social Media machen. Pressekonferenzen gibt es in Brüssel und Berlin um 2 Uhr nachts. Und wenn ich 4 Anrufe der Chefin innerhalb 5 Minuten verpasse und sie mich beim 5. dann fragt, warum ist das noch nicht online, meint sie, warum bist du nicht auf Zack? Wir haben uns alle selbst eingeredet. Nein, in die Gesten, in unsere Körper eingeschrieben, dass die Güte politischen Handelns durch seine pausenlose Darstellung und Inszenierung bewiesen werden könnte. Die Möglichkeit, erst einmal den Mund zu halten, bis der Gesetzentwurf gelesen ist, bis die Argumente abgewogen sind, existiert nicht mehr. Wer das versucht, ist raus. Schon haben die politische Gegnerin, der etwas zu ehrgeizige Parteifreund, die Zeitung, die Twitter-Hater die Führung übernommen. Oder unsere Paranoia, dass sie es tun könnten. Wer blinzelt, verliert. Währenddessen fällt die Welt um uns zusammen. Waldbrände, Pandemie, Krieg und wir tippen dagegen an mit Instagram-Kacheln und Soundbites. Aber Instagram-Kacheln und Soundbites sind keine Politik. Sie sind nur Scheinersatz für politisches Handeln. Seitdem ich auf meinem Teppich lag, mehr neben mir als in mir und nicht mehr aufstehen konnte, kann ich mir Sisyphus nicht mehr als glücklichen Menschen vorstellen. Der Felsbrocken war auf mich, auf sie, die ich einmal war, gefallen. Noch Monate später legte sich dieses grausame Gewicht auf meine Arme, wenn ich nur an Politik dachte. Die Erschöpfung entfremdete mich von mir selbst. Nicht erst seit damals frage ich mich, was ich überhaupt tun kann in dieser Welt. Und ob ich überhaupt jemand sein kann, wenn ich nichts tun kann. Das war der Refrain meiner schlaflosen Nächte. Simone de Beauvoir beschrieb, wie sich die Wut, die Resignation, die Auflehnung der Frauen gegen eine Welt, die sie zur Ohnmacht verdammte, symbolisch im Streik und im Versagen des Körpers zeigte. Nur nachts. Nachts, da kehrt es wieder. Zitat: Die Frau kämpft sich hilflos durch eine wirre Nacht. Weil sie nichts macht, macht es ihr zu schaffen. Was sie vergeblich zu bannen versucht, ist das Gespenst ihrer eigenen Ohnmacht. Zitat Ende. Es ist nicht einfach, darüber zu reden. Ich breite ungern meine Gefühle aus, möchte nicht als schwach, als verletzlich gelten, nicht als eine, die aufgibt. Ich möchte außerdem nicht all jene guten Leute verraten, die wirklich etwas verändern und verbessern wollen. Aber wie Verrat fühlt es sich an, über politische Erschöpfung zu sprechen. Warum also tue ich es? Und warum sollte sie das interessieren, während ÄrztInnen und PflegerInnen Schicht um Schicht auf Covid-Stationen arbeiten müssen? Sie haben recht. Die Auswirkungen von Überarbeitung, Burnout, Ausbeutung betreffen woanders mehr Menschen. Dennoch muss es uns interessieren, weil die Art, wie in der Politik gearbeitet wird, unsere Demokratie betrifft. Unsere Demokratie trifft. Weil diese Art,
wie in der Politik gearbeitet wird, zum einen all diejenigen ausschließt, die nicht mithalten können. Und weil sie zum anderen aus Sicht derjenigen, die politische Entscheidungen treffen, eine Norm ist. Eine Norm, die angelegt wird an die, für die diese Entscheidungen gelten. Denken wir an die absurden aktuellen Diskussionen über eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit, während immer mehr Menschen wegen psychischer Erkrankungen krankgeschrieben sind, besonders Frauen und Beschäftigte im Gesundheitsbereich. In der Branchenzeitschrift Politik und Kommunikation riet einmal ein Arzt all jenen PolitikerInnen, die kurz vor dem Burnout stehen, sie seien, Zitat, besser beraten, den Kampf zugunsten der eigenen Gesundheit ruhen zu lassen. Zitat Ende. Politik sei eben ein Kampfplatz, und der Ansicht dieses Arztes nach gibt es Persönlichkeitstypen, die für diesen Kampf geeignet und andere, die ungeeignet seien. Ich war wohl nicht stark genug. Ungeeignet. Aber wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der nur die härtesten Politik machen? Nur die vermeintlich starken, gesunden? Wen wundert es, dass es häufig ein ganz bestimmter Typ Mann ist, der dann übrig bleibt und sich nach 70-Stunden-Wochen für seine eiserne Härte feiert? Und zwar mit nächtlichen Trinkgelagen in Konferenzzimmern, weil das die letzte Freude ist, die bleibt. Das sind dann die Runden, in denen Entscheidungen getroffen werden. Als gelte das Recht des Stärkeren. Dabei macht uns die Demokratie doch das Versprechen, dass jede sich gleichberechtigt einbringen kann, dass wir handeln können, frei und gemeinsam mit anderen, und dass wir mit unserem Handeln etwas ändern können. An diesem Versprechen halten wir uns fest, während wir Dinge tun und noch mehr Dinge tun und doch so oft ohnmächtig bleiben. Ohnmächtig gegenüber den Krisen der Welt, gegenüber dem erschöpften, brennenden Planeten. Ohnmächtig, weil die Politik so oft die Verantwortung auf die Einzelne abschiebt. Wenn etwa der Staat elementare Hilfeleistungen auf zivilgesellschaftliches Engagement abwälzt, sei dies bei der Unterstützung für Obdachlose in unserer Stadt oder bei der Seenotrettung im Mittelmeer. Das zu ändern, anstatt Instagram-Stories rauszuhauen, wäre politisches Handeln. Für uns Einzelne ist es Sisyphus-Arbeit. Wir versinken in Frustration, Twitter-Hass ist unser Anti-Schlaflied und wir liegen äußerlich und innerlich regungslos, alleine auf dem Teppich, beobachtet nur vom Gespenst unserer Ohnmacht. Erschöpfung vereinzelt und Erschöpfung lähmt. Erschöpfung macht unpolitisch. Erschöpfung löst uns als Subjekt auf. Und das, obwohl politische Teilhabe doch gerade ein Gegenmittel zum Gefühl der Ohnmacht und der Entfremdung sein sollte. Kollektive Selbstwirksamkeit. Erschöpfung wird zu einem rein individuellen Problem gemacht. Mit Tipps für Achtsamkeitsübungen und Ratschlägen wie eben jenem, doch den Kampf aufzugeben. Denn, so Adorno, Zitat, wenn das einzelne, atomisierte, abgespaltene Individuum nicht als ein freies sich bewährt, dann wird es dafür gerade sozial bestraft. Es kommt in irgendeiner Weise unter die Räder. Politische Erschöpfung trifft eben nicht jeden gleich. Dass wir uns alle gleichberechtigt in der Demokratie einbringen können, ist noch lange nicht Wirklichkeit. Und deshalb ist Erschöpfung politisch. In den letzten Jahren habe ich viel Schlaf nachgeholt, mich zurückgezogen. Meine Lebensziele und Träume, das, was mir wichtig ist, haben sich verschoben. Ich bin heute jemand anders, aber ich bin auch noch ich von früher, die einen Grund sah, sich zu engagieren. Und ungeeignet dafür bin ich sicher nicht. Vielleicht ist jetzt die Zeit, uns nicht mehr vereinzeln zu lassen, weil das Ohnmacht nur vergrößert. Nicht länger eine Härte vorzuspielen, die ich nicht habe, die wir nicht haben. Ich möchte nicht als schwach, als verletzlich gelten, aber ich bin es und Sie sind es, wir sind es. Nur wer sich ausruht, kann sich wandeln. Wir kollektiv Erschöpften sollten morgen nicht
übermüdet als diejenigen aufstehen, die wir heute noch sind. Wir müssen aufhören, uns zuzurichten. Demokratische Politik muss den Anspruch haben, die Welt so einzurichten, dass wir alle in unserer Schwäche und Verletzlichkeit sicher sein und gemeinsam handeln können. Denn uns schwach zeigen zu dürfen, ohne Stärke zu provozieren, noch einmal nach Adorno, heißt erst frei sein zu können. Das Recht des Stärkeren darf nicht siegen.